Was haben wir denn jetzt alles Schönes? Wir nehmen auf jeden Fall nochmal hier so einen Kräutermix mit. Nummer 2. Wir nehmen den Schraubenschlüssel mit. Ne, wir nehmen. Ja, dann machen wir das so, den packen wir weg. Wo ist denn das jetzt hier? Den brauchen wir auch, richtig? Die rostige. Das Öl brauchen wir und die rostige Kurbel. Und wir legen, glaube ich, die Knarre weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht finden wir Gewehrpatronen, wenn wir Glück haben. Okay, sollte so reichen. Und dann rüsten wir uns vielleicht mal mit dem hier aus. Besser als mit einer leeren Pistole. Oder leerem Gewehr. Ja, dann heißt es jetzt wieder Run Action. Das ist eigentlich das, was ich an Resident Evil 3 nicht so gerne mag. Ne? Dieses ständige Flüchten von Nemesis. Ansonsten ist das Spiel ja nicht schlecht. Hier brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben, dass Nemesis erscheint. Weil meistens ist es so, Nemesis taucht nur da auf, wo keine anderen Gegner sind. Ich glaube, der hat Angst vor anderen Gegnern. Mir ist gerade noch was eingefallen. Upsala. Mit dem... Ja, tschüss. Mit dem wir uns ausgerüstet haben, können wir noch gar nichts anfangen. Wir brauchen ja noch die Batterie. Ich muss gerade überlegen. Ja, ich muss nochmal zu einer Truhe. Oh! Der Bengel. Wir müssen folgend... Ja, ich muss zum Speicherraum. Scheiße. Ja, ja, Stars. Ich glaube, er ist Fan von Stars. Ach nee, ne? Jetzt kommt der Scheiß. Jo. Genau. Also, mal eben gucken, was wir jetzt machen können. Jump off, climb up. Wir climben up, also wir gehen wieder hoch. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir runterspringen, müssen wir nur einen kleinen Gang gehen, dann kommt eine Leiter und wir kommen auf dem Parkplatz wieder raus. Also, das bringt überhaupt nichts. Und da unten ist auch nichts. Keine Kräuter und nichts. Ist voll sinnlos. Also, ihr könnt euch da ruhig runterfallen lassen. Aber das wird keine große Erfahrung sein. Ein kleiner Kanalbereich. Ja, dann kommt eine Leiter. Und dann seid ihr vor dem Parkplatz. Den Gulli haben wir vorhin auch, glaube ich, gesehen. Da war dieser eine, die eine Leiche, die uns, glaube ich, noch Munition gegeben hat. So, also, ja, das, ja, jetzt ist die Frage, packe ich erstmal alles wieder weg? Nicht unbedingt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall dieses Bronzebuch, das weiß ich. Sollte ich was ablegen? Nein. Nein, ich nehme den Rest mit. Aber wie schaffe ich das jetzt von der Schnelligkeit alles? Oh, achso, ihr seid das. Ich vergesse einige Räume irgendwie immer wieder. Ihr seid tot hier, ne? Ja. Euch habe ich erledigt. Okay. Ist das eigentlich eine Karte? Ach, hier sind wir wieder. Ah ja, gut, alles klar. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Beruhigend ist auch, dass Nemesis gerade nicht auftaucht, aber vielleicht sollte ich ihn lieber nicht erwähnen. Genau, hier sind wir vorhin noch gar nicht gewesen. Wenn wir dieses Teil da rausnehmen,
Dann fließen aus den beiden Rohren hier rechts und da links fließt Wasser raus und schließen den Stromkreis, der da unten ist, also diesen Kurzschluss. Und wir sind eingesperrt. Deswegen müssen wir hier zuerst dieses Bronzebuch reinpacken, was wir von dieser Bürgermeisterstatue haben, glaube ich. Damit der Stromkreis wieder geschlossen ist oder überbrückt ist, sagen wir so. Und dann können wir dieses Teil nehmen. Ja, Bronze-Kompass, aha, gut. Und den setzen wir jetzt wiederum da ein, wo wir das Bronze-Buch her haben. Oh, hier sind ja Kräuter. Ja. Ich nehme mal eins mit. Können wir ja gleich essen, falls was passiert. So. Da geht's zum. Na, da geht's zum Restaurant. Soll ich da mal wagen, da reinzugucken? Nemesis scheint ja heute gerade nicht zu Hause zu sein. Dann können wir vielleicht doch nochmal in den Keller gucken, ob da was Wichtiges war. Scheint einigermaßen sicher zu sein. Okay. Ja. Na gut, dann gehen wir doch mal runter. Warte mal, da liegt ein Koffer. Hey! Gut, jetzt fressen wir das Kraut, jetzt ist mir das egal. Ist ja cool. Will you take the Eagle Part A? Eagle klingt nach Pistolen für eine Pistole, ne? Ja. Okay. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr, um irgendwelche Sachen aufzuheben, ne? Gehen wir zum Speicherraum. Das ist natürlich cool. Also ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Wenn der Nemesis jedes Mal tötet, dann meistens hinterlässt er einen Koffer, aber nicht immer. Nicht immer. Hör auf, mich anzukotzen. Also er hinterlässt nicht immer einen Koffer. Geh weg. Ich finde das doof, dass ich für diese ganzen Scheiß-Zombies hier die eine gute Bazooka-Munition verschwenden muss. Da jedenfalls in den Koffern sind oft Dinge drin, um eure Waffen halt abzugraden oder. Weiß nicht, ja. Manchmal hinterlässt er aber auch gar nichts. Und das ist die Scheiße dabei. Was mache ich denn jetzt? Achso, wir können mal eben gucken. Wo ist denn unsere Pistole? Hier wieder irgendwo hingepackt. Da. Mal eben probieren. Kombinieren. Ja, bitte. Auch nicht. Ach! Moment, ist die Eagle für die Magnum? Ich meine, sind das Set of Weapon Parts, a Scope and a Slide. Ja, cannot be made from the parts alone. Ja, also wir haben definitiv noch nicht die Waffe dafür. Dann wird es wahrscheinlich für die Magnum sein. Dann legen wir die Teile erstmal weg. Am besten zu unserem Magnum-Patron hier unten hin. So. Packen wir dich weg, packen wir dich halt. So, packen wir dich weg. So. Obwohl, nein. Wir holen uns das grüne Kraut von da oben noch, dann ist gut. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Warte mal eben. Das können wir noch mitnehmen. Denke. Gut. Ja, gehen wir jetzt noch mal eben da ins Restaurant gucken. Ich würde sagen, das machen wir auf dem Rückweg. Genau, machen wir auf dem Rückweg. Wir müssen jetzt nämlich sowieso erst hier lang und die Batterie holen. Und dann können wir auf dem Rückweg gucken, ob da was Wichtiges ist. Nein! Ach, Hunde. Aua. Ich habe das so in Erinnerung, dass da Vögel rauskommen. Okay, schon wieder ein Platz frei. Hier sollten wir auf keinen Fall weitergehen. Ich weiß, dass da hinten nochmal wieder ein Nemesis auf uns wartet. Aber auf den habe ich jetzt keinen Bock.
So, von dir möchte ich jetzt die Batterie haben. Richtig. Und es ist tatsächlich die gleiche Batterie wie in Resident Evil 1, glaube ich. Mhm. Finde ich cool. Aber jetzt mal ernsthaft, wer würde auf die Idee kommen, in der Bürgermeisterstatue von Raccoon City eine, ja, wie es aussieht, eine Autobatterie zu verstecken? Und die dann auch noch mit so einer blöden Kombination zu sichern, also von diese, also diese Bronzeteile da austauschen und so weiter. Es ist schon alles ein bisschen hirnrissig, ne? Aber das mag ich so an Resident Evil. Okay. Haben wir noch Platz? Wir haben noch Platz. Gut, wir haben noch Platz. Ja, scheiße. Ich will jetzt wissen, ob da was ist. Wir gehen jetzt hier vorbei. Ich will es jetzt wissen. Ich habe zwar gesagt, da ist nichts, aber manchmal glaube ich mir selbst nicht so wirklich. Ich habe mich ja schon einige Male jetzt geirrt in diesem Spiel. Das ist wohl doch das Spiel, was am längsten her ist bei mir. Hm. Okay. Jetzt haben wir hier unten halt ein bisschen Wasser. So, hat er was? His chest has been ripped into and torn apart. Gut. Na, hier ist gar nichts. A freezer. Ja, also hier ist nichts. Also habe ich an Tatsache doch mal recht gehabt. Wobei ich mir jetzt gewünscht hätte, ich hätte Unrecht gehabt. Was ich auch witzig finde, als ich da unten in den Wasser lang gegangen bin, hat mein Vibrator, wollte ich gerade sagen, mein Controller vibriert. Oh Gott, ey, was erzähle ich da für eine Scheiße. Ja, jetzt kommt's alles raus. Telefonzelle, genau, ruf doch an und hol Hilfe. Disconnected. Na, natürlich. Wir nehmen uns das grüne Kraut nochmal mit. Jetzt sind wir ja da. So. Batterie haben wir. Alles klar. Wir haben noch 15 Schuss. War das richtig? Jo. Na gut. Damit kommen wir noch ein bisschen. Da wir Nemesis ja eh nicht erschießen. Es gibt, glaube ich, nur zwei, drei Stellen, wo wir ihn tatsächlich töten müssen, um weiterzukommen. Bevor die nicht kommen, werde ich ihn auch nicht töten. Das hat eh keinen Sinn. Er kommt sowieso immer wieder. Es ist eigentlich nur Munitionsverschwendung, wenn er ihn abballert. So sehe ich das. Den hatten wir durchsucht, ne? Ja. Ja, ich weiß. Schmerz. Okay. Ist hier noch was? Nein. Okay, hier packen wir die Batterie rein. Aber nun geht der Fahrstuhl.